Herzlich willkommen zu Quellwerk heute. Unser Gedanke lautet, ich wurde gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dieses Wort finden wir in 1. Mose im 12. Kapitel, die ersten zwei Verse. Dort heißt es, und Gott sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland raus und geh in das Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich glaube, dass dasselbe, was Gott hier Abraham sagt, dass er das auch zu uns sagt, dass er einen unvorstellbar guten Plan für uns hat. Dass er möchte, dass wir Empfänger seines Segens sind. Aber dann sollen wir nicht wie das tote Meer sein, das keinen Abfluss mehr hat, sondern wir sollen wie ein Kanal fungieren und das Gute, was Gott uns gegeben hat, dann an andere weitergeben, in andere hinein investieren. Und ich möchte, dass du einen ganz kurzen Augenblick darüber nachdenkst, wie viel Segen hast du schon empfangen? Und natürlich der größte Segen, den wir als Christen, als Kinder Gottes empfangen haben, ist, Jesus wurde unser Retter und durch ihn haben wir Vergebung empfangen und durch ihn wurden wir Kinder Gottes. Natürlich ist das der größte Segen. Aber denk kurz drüber nach, dass du gesund bist. Ist das nicht ein Segen? Dass so viele Bereiche in deinem Leben funktionieren. Ist das nicht ein Segen? Dass es dir finanziell gut geht, du eine Wohnung hast, fließendes Wasser, eine gute ärztliche Versorgung, ein gutes Bildungssystem, einen guten Job, in einem Land des Friedens wohnen kannst, ist das nicht Segen? Und wir merken schon, da brauchst nicht lange, bis wir ganz, ganz viele Segnungen zusammengesammelt haben. Unsere Not besteht darin, dass wir so auf die Probleme zählen und dann darüber vergessen, wie viel Segen eigentlich da ist. Ich liebe die Geschichte eines alten englischen Predigers. Sein Name war Matthew Henry. Er wurde eines Tages überfallen und ausgeraubt. Und dieses Ereignis hat er in seinem Tagebuch festgehalten. Und man findet folgenden Eintrag. Zuerst schreibt er, ich danke Gott dafür, dass ich noch nie vorher ausgeraubt wurde. Als zweites bin ich dankbar, dass mir zwar die Brieftasche, aber nicht mein Leben geraubt wurde. Das Dritte, obwohl mir alles Geld genommen wurde, war an diesem Tag ganz wenig in meinem Portemonnaie drin. Und das Vierte, ich danke Gott, weil ich war nur der Beraubte und nicht der Räuber. Und ich dachte, wow, dieser Mann hat die richtige Perspektive, nämlich dankbar zu sein. Die Segnungen zu zählen. Und im 1. Thessalonicher Brief sagt die Bibel, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände sein mögen. In den Sprüchen wird uns gesagt, dass ein dankbares Herz wie Medizin funktioniert und uns gesunden lässt. Und ich glaube, da liegt tatsächlich dieser Schlüssel. Wir sehen den Segen. Und dann gehen wir in den zweiten Schritt über, nämlich wir geben Segen weiter. Und ein drittes passiert, nämlich dadurch empfangen wir neuen Segen durch die, die wir gesegnet haben. Und Gott gibt uns mehr dazu, weil wir freigebig waren und großzügig gegeben haben. Und mit einem Mal setzt dieser Ich werde gesegnet, ich segne, ich werde gesegnet Kreislauf ein. Und unser Leben bekommt eine großartige neue Lebensdimension. Lass mich dich ermutigen, heute zu beten. Herr, gebrauch mich, um andere zu segnen. Lass mich ein Segensüberbringer sein. Es wird ein starker Tag. Sei gesegnet.